Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich solche Spülkastentabs richtig anwenden und somit auch durch die Reinigungswürfel Kalk vorbeugen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Ganze funktioniert eigentlich bei fast jedem Hersteller relativ ähnlich und zuerst mal müssen wir unsere Drückerplatte leicht nach oben heben und wir können sie dann oben auch schon nach vorne ganz einfach wegkippen. Nun haben wir links und rechts meistens noch eine Befestigung und in meinem Fall muss ich jetzt einfach mal diesen blauen Keil nach oben hin wegziehen. Genauso auf der rechten Seite, da muss ich es natürlich dann nach unten machen und wir können auch schon diese Haken einmal in die Mitte rüber drehen und dann ganz einfach nach vorne diese Halterung noch abziehen. Der Befestigungsrahmen ist ab und jetzt haben wir darunter meist noch so eine weiße Schutzplatte. Dafür haben wir hier oben noch zwei solche kleine Haken. Die kann ich etwas nach unten drücken und dann auch schon zu mir nach vorne ziehen. Wichtig, man sollte etwas auf jeden Fall aufpassen, dass die Drückerstangen sich hier natürlich nicht spießen. Nun geht es nur noch darum, wo wir unseren Reinigungswürfel am besten reinschmeißen. Und laut Hersteller sollte es immer auf der entgegengesetzten Seite von unserem Füllventil sein. Bedeutet, wir schauen einfach mal, dass hier natürlich unser Wasser reingeht, verfolgen den Schlauch und können super erkennen, dass rechts jetzt auch unser Schwimmerventil ist. Bedeutet, das Wasser wird hier auf der rechten Seite in unseren Spülkasten gefüllt, weswegen wir unseren Reinigungswürfel auf der anderen Seite einfach mal ins Wasser plumpsen lassen. Der Zusammenbau funktioniert in umgekehrter Reihenfolge, deswegen erstmal wieder unsere weiße Schutzplatte schauen, dass wir durch die Betätigungsstangen hindurchkommen. Dann haben wir hier unten zwei solche kleinen Nasen, wo wir es einhaken können und hier oben einfach mal noch die zwei Haken etwas nach unten drücken und reinklemmen. Danach nehmen wir unseren Befestigungsrahmen, schauen, dass diese zwei weißen Haken wirklich 90 Grad schön in die Mitte schauen. Dann passt es auch in die entsprechenden Halterungen hinten rein und hier unten achten wir natürlich auch noch drauf, dass die Drückerstangen jetzt super durch die entsprechenden Löcher durchgehen. Danach kann ich auch schon mal mit etwas Druck die weißen Stangen nach hinten drücken und um 90 Grad nach unten drehen. Auf der rechten Seite natürlich um 90 Grad nach oben. Und jetzt diese zwei blauen Keile einmal dementsprechend mit Gefühl hier nach unten drücken und auf der anderen Seite mit Gefühl nach oben. Nun nehme ich mal noch meine Drückerplatte zur Hand, schaue, dass hier unten diese zwei kleinen Haken auch dementsprechend bei unseren Federn sauber hineinpassen. In meinem Fall sollte das auch schon passen. Und jetzt kann ich die Drückerplatte nämlich noch etwas nach oben gegen die Federn drücken, schaue, dass sie oben auch wirklich sauber gegen die Fliese angeht. Und wenn ich es loslasse, ist meine Drückerplatte auch wieder fest. Zum Schluss betätigen wir mal noch unsere Spülung und wir können anhand unserer blauen Wasserfarbe auch schon super erkennen, dass die Spülkastentablette auf jeden Fall richtig gewirkt haben. Und somit haben wir diese auch schon super angewendet. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens gleich mehrere solche Reinigungswürfel für den Spülkasten zulegen möchtest, um einfach etwas Geld zu sparen, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den Produkten von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.